Hallo, liebe Parkinson-Interessierte. Diesmal möchte ich beginnen, über autonome Störungen bei der Parkinson-Krankheit zu sprechen. Was bedeutet autonom? Wir haben als menschliche Wesen ein Nervensystem, und zwar ein willkürliches Nervensystem, das genau das tut, was wir möchten. Also wenn ich gehen möchte, dann kann ich gehen. Und wir haben ein Nervensystem, das unseren ganzen Körper überzieht. Und das arbeitet ganz unabhängig von uns, eben autonom. Und da muss ich sagen, zum Glück, denn wenn ich jedes Mal dran denken müsste, dass ich atmen muss, dann würde ich das wahrscheinlich manchmal vergessen. Fast alle inneren Organe werden von diesem autonomen Nervensystem innerviert, auch Dinge, wo wir gar nicht daran denken. Und bei Parkinson gibt es leider relativ viel autonome Störungen als Begleitsymptome. Ich würde gern mit dem häufigsten Symptom beginnen, nämlich mit der Verstopfung. Die Verstopfung ist ein ganz klassisches Parkinson-Symptom und geht bei vielen Patienten der Erkrankung bereits voraus. Es wird also schon in dieser prämotorischen Krankheitsphase häufig gesehen. Und in der Wissenschaft wird da ganz viel darüber diskutiert, was war zuerst, die Verstopfung oder der Parkinson. Denn wenn Sie natürlich unter einer Verstopfung leiden, dann bleiben Gifte, die Sie im Körper bilden und die nicht zeitig genug ausgeschieden werden, natürlich im Körper länger zurück und müssen dann vom Immunsystem bekämpft werden, was das Immunsystem etwas überfordern kann. Also wir sollten alle dafür sorgen, alle, die wir unter Parkinson leiden und auch noch gesund sind, dass wir einen regelmäßigen Stuhlgang haben. Also diese Verstopfung ist ganz häufig, geht der Krankheit voraus und bleibt innerhalb der Krankheit bestehen, kann im Verlauf an Belastung und Einschränkung der Lebensqualität zunehmen. Wenn die Krankheit dann einmal diagnostiziert wird, hat sie fast jeder und sie muss speziell behandelt werden. Also jeder Patient muss dafür sorgen, dass sie spätestens am dritten Tag Stuhlgang haben. Es gibt Patienten, die warten 5 bis 7 Tage. Wenn man das auf Dauer macht, bekommt man einen riesen Enddarm wie ein Fußball und kann dann irgendwann nicht mehr mit irgendwelchen Abführmitteln entleert werden. Man muss dann mechanisch ausgeräumt werden. Um das zu verhindern, muss man von Anfang an den Darm besonders hegen und pflegen. Es gibt 2 typische Störungen bei Parkinson. Das eine ist die überaktive Blase, also Sie müssen häufiger Wasser lassen, Sie müssen sofort Wasser lassen, Sie können nicht sagen, so wie der Gesunde, meine Blase meldet sich zwar, aber ich bin gerade noch unterwegs. Also sie muss sich noch eine halbe Stunde gedulden. Das geht bei Parkinson oft nicht. Die Blase sagt dann, das ist mir egal und entleert sich dann einfach, was sehr unangenehm sein kann. Schwieriger und für den Patienten unangenehmer ist die schlaffe Blase, die sich nicht entleert. Das kann aber auch vorkommen, ist deutlich seltener. Insbesondere bei Männern, bei denen eine vergrößerte Prostata begleitend vorliegt, da kann es tatsächlich dazu kommen, dass sich die Blase nicht ausreichend entleert. Wir haben durchaus Patienten, bei denen wir den Resthahn messen und sie haben über 500 oder sogar über 1000 Milliliter Resthahn. Dann muss man natürlich sofort einen Katheter legen, da ist der Katheter Pflicht. Und da ist dann zu entscheiden, gibt es Medikamente, die möglicherweise diesen Harnstau mit verursacht haben. Dann kann man die Medikamente anpassen, aber wenn die Krankheit selbst die Ursache ist, dann müssen diese Patienten dann dauerhaft mit einem Katheter versorgt werden, der dann in der Regel in die Bauchdecke eingepflanzt wird. Die häufigere Blasenstörung ist die überaktive Blase, die eben am Tag häufig den häufigen Harndrang verursacht. Da geht das ja noch. Besonders störend und unangenehm ist dieser häufige Harndrang in der Nacht. Es gibt Patienten, die durchaus 5 bis 6 Mal nachts auf Toilette müssen. Da kommt dann das Problem der Steifheit in der Nacht dazu, sodass die Patienten dann manchmal gar nicht allein aufstehen können und den Angehörigen brauchen. Und dann wird es richtig zum Problem. Solange sie noch allein aufstehen können, kann man das ganz gut managen. Und solange keine Demenz zeitgleich vorliegt. Es gibt wunderbare Medikamente aus der Urologie, mit denen man die Blase etwas beruhigen kann. Wenn die Patienten aber älter sind und schon unter einer Demenz leiden, dann können diese Medikamente allerdings die Gedächtnisfunktion verschlechtern, zu Verwirrtheit und zu Halluzinationen führen und sind dann leider nicht mehr einsetzbar, sodass am Ende
die Windel, die Einlage, das Hilfsmittel der Wahl ist. Und da gibt es mittlerweile eine sehr große Auswahl und fast jeder findet ein Höschen für sich. Man kann auch nachts eine Einlage einlegen, muss dann vielleicht nur einmal aufstehen und die Einlage wechseln, dann wird das Leben etwas einfacher. Wenn man sich nachts nicht dreht und männlich ist, also männliche Patienten können ein sogenanntes Urinalkondom verwenden. Das ist ein Kondom, das man über das männliche Glied zieht. Da ist so ein kleines Ansatzstück dran, da kann man einen Katheterbeutel anstecken. Der nimmt über Nacht 2 Liter auf und dann kann man morgens dieses Kondom abziehen, wegwerfen, den Beutel entleeren und säubern und dann in der nächsten Nacht wieder verwenden. Aber vom Kondom nochmal zurück zu den Medikamenten. Es gibt wirklich eine breite Palette an Medikamenten, die für diese Dranginkontinenz, so nennen wir das, und diese Nykturie eingesetzt werden können. Man sollte es zumindest versuchen, sich beraten lassen beim Urologen. Und dann nach Rücksprache mit dem Neurologen findet man bis auf wenige Ausnahmen immer noch ein Medikament, das vielleicht eingesetzt werden kann und den Nachtschlaf etwas erweitert und verbessert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.